Okay, Freunde. Das war's von mir aus München. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Bochum. Let's go. Also, welcome in the life of Splash. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Wie lange bist du schon unterwegs heute? Wie lange noch arbeite oder wann habe ich angefangen? Wann hast du angefangen? Um 1 Uhr. Ach so, um 1? Ja. Okay. Also, fliegen Sie in Europa oder? Ich flieg zu Düsseldorf. Ich mag nicht Flugzeug. Du magst nicht Flugzeug? Ja. Warum? Weiß nicht, ich habe Angst. Bisschen Angst? Ja. Ist gefühlt sicherer als Autofahren. Aber wenn Auto umfällt, du stirbst nicht, das ist klar. Nee. Diese Gefühl abzugeben, ne, sodass jemand anderes einfach Kontrolle hat, ist komisch, finde ich auch. Also super, super, super last second sind wir jetzt hier reingebrettert. Der Taxifahrer hat sich nämlich, wir haben uns ein bisschen verquatscht, hat sich ein bisschen verfahren. Und da habe ich noch ein paar Minuten verloren, die mir gefehlt haben. Gerade bin ich in diesem hier München Flughafen, kleiner Tipp. Wenn es zum Check-in geht, dann geht es so nach rechts einmal zu der Kontrolle und nach links. Und ich bin das erste Mal nach rechts gegangen, mehr oder weniger versehentlich. Aber ich dachte, die hatten dieselben Gerätschaften. Aber da wird alles noch per Hand gemacht. Also so dieser Oldschool-Way und nicht einfach das Gerät, wo alles durchgeht. Auf der linken Seite vom Check-in haben die das. Und dann kennt man das ja, dann ist das immer ein Spiel gegen die Zeit. Dann fühlt sich alles so an, als ob das extra ist, damit man jetzt zu spät kommt. Aber wir haben es geschafft. Boarding startet jetzt um 11. Die werden jetzt schon nicht ohne uns losfliegen. Gate 10 ist noch ein paar Meter entfernt. Aber Bruder, we made it. Sieht auch ein bisschen Regen rein. Die Gäste gibt Morning. Kommt, schaltet mal den einfach im Nichts. Es können jetzt von überall so Dementoren kommen. Wie bei Harry Potter. Wir sind jetzt im Moxie Hotel in Bochum angekommen. Und was ich sehr geil finde an diesem Hotel ist, schaut mal, bin hier, ne, ihr seht's. Und guck mal, was da ist. Das Vonovia Ruhrstadion, wo sich heute Bayern und Bochum battlen werden. Ja? Das BBB-Battle. Sind ja Freunde, ja, Fanfreundschaft und so. Aber auf dem Platz sind hier gefühlt alles andere als Freunde. Auf dem Platz ist gefühlt so Bochum dieser kleine Bruder, der so 10 Jahre jünger ist. Und man spielt einfach FIFA gegen den und bockt gar nicht eigentlich. Aber man rasiert trotzdem, weil man muss natürlich zeigen, wer der Chef ist. So. Ich glaube, die letzten 3 Spiele 15-0 Tordifferenz. Wild. Aber wir checken mal einen. Na, dann schauen wir mal, was hier so geht. Da sind wir. First time im Moxie Hotel hier. Wir gehen mal als erstes ins Bad, Toilette. Komm und Stehdusche. Aber kein Duschkopf darüber. Ah, okay. Ist nicht optimal, aber besser als nichts. Okay. Interessantes Design. Und dann, ganz wichtig. I woke up like this. I woke up like this. Na, läuft Fußball hinten. Hier haben wir sie doch wieder. Die Bande. Ja, hallo Meister. Zeig mal deine Schuhe. Ah. Wir sind da. Was willst du sehen? Wie du. Achso. Das, okay. Oh ja. Das passiert öfter, immer wenn Leute die Kamera sehen, dass sie sowas sagen. So, da kommen sie an. Bayern. Massa mehr. FC Bayern. Wahrscheinlich Sané, er braucht seinen eigenen Bus. Er steigt nicht ein mit dem Gesindel. Die sind so schlecht alle. Aber habt ihr gehört, was Tuchel gesagt hat, ne? Dann seid ihr anscheinend doch schlechter, als ich dachte. In der Kabine, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, ein Trainer, der sowas sagt, der steigt danach nicht mehr in den Bus. Hat er selber gesagt? Er wollte damit sagen, dass er das nie gesagt hat. Ach so, okay. Ich glaube ihm kein Wort. Du glaubst ihm kein Wort, ne? Ich glaube ihm schon, dass er das gesagt hat, irgendwie so. Naja, ab zum Stadion. Was sagt ihr, Bayern, Bochum gegen Bayern? Ich sag 3-2 Bochum. Okay, confident, was sagst du? Ich sag 2-1 Bochum. Alright, let's see. Hier haben wir die Ulrich Lounge, da geht's jetzt für mich und Fabi rein. Wir schnabulieren was Nices. Stadion ist da, also man muss dann da rüberlaufen. Wir schauen, was wird. Wir sind jetzt raus aus der VIP-Loge. Ihr seht, ich bin eingedeckt in dem Schal, den es geschenkt gab. Zum Essen muss ich auch sagen, sehr positiv überrascht. Das Essen hat echt lecker geschmeckt. Buffet war nice. Und dann gab's noch ein Sitzkissen. Und ihr wisst ja, ich setze mich gerne auf den VfL. Das wird sehr gemütlich. Dankeschön, Freunde. Danke. Was sagst du denn heute? Wie wird das Spiel ausgehen? Ich sag dir, wie es ist. Bayern lässt die ganze Wut raus. Das wird ein 6-0 heute. Oh, ich glaube auch. Das wird eindeutig. Aber Aufstellung sah schon ass aus. Leroy Sané auf der Bank. Viele sagen wegen Knie. Ich glaube aber nicht, dass er ein Knie hat. Er irgendwas am Knie? Ja, ab und zu rausgegeben. Ah. Sag mal so, lieber Knie als Stresser. Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall richtiges Scheißwetter. Dass Herbert Grönemeyer das Ding haut, ist aber wirklich wild. Ja.
wieder machen. Haben wir ja schon in Rom erlebt. So, jetzt gibt es einen netten gefährlichen Angriff. Rom, alle stehen auf. Uiuiuiui. Was? What the hell? Das ist Bayern direkt, wa? Aber auch die Licht. Wie verwirrt, was war das denn? Der war nicht da. Man sieht es vielleicht nicht richtig, aber da fliegen noch einige Tennisbälle auf dem Platz gerade. Der Fight der Fans gegen den Einstieg von einem Investor geht weiter. Für die, die ein bisschen ahnungslos da unterwegs sind, CVC ist der letzte Investor, der noch geblieben ist. Der andere, der Investor, ist schon abgesprungen. Da haben wir noch den Min Jae Kim und Takuma Asano, die gerade am Quatschen sind. Der eine ist der Südkoreaner, der andere Japaner. Was glaubst du, welche Sprache sprechen die gerade? So ein Mix. Englisch. Ja, ja, so. Ja, Pinglisch. Von Min Jae Kim, der Trainer, war ja bis vor kurzem noch Jürgen Klinsmann. Ja, zum Glück nicht mehr. Wir gehen relativ schnell in die zweite Runde. Jetzt sind es die Bayern-Fans, die schmeißen. Hallo! Hansi Flick! Sonny! Banger-Tor von Asano. Torschütze, unser Spieler mit der normale Menschen nennen ihn Asano, für mich heißt der Flick forever. Hansi Flick, was ist das? Do you know Hansi Flick? Hansi Flick, was ist das? What? Ja! Sag doch Hell now! Ja, sag doch Hell now! Als ob wir führen! Das Happening! Und wir treffen Kevin sogar nach dem Spiel noch. Unser Spieler in der Eintracht mag sich Kevin! Schlotterbeck! Kevin! Schlotterbeck! Die 31 Kevin! Schlotterbeck! Ich fetz dich trotzdem in den Dart! Ich fetz dich trotzdem in den Dart! Du kannst komplett reinmachen, egal! Die 180 kommt von mir! Ey, man muss auch echt mal sagen, Bayern spielt so eine Scheiße schon wieder zusammen. Also in letzter Zeit habe ich 3 Bayern-Spiele gesehen. Ich habe alles verloren. Es sieht nicht danach aus, als ob ich das hier hinkriege. Die spielen so Scheiße. Was macht Tuchel mit denen? Was hat er mit denen gemacht, Digga? What the fuck? Also gibt jetzt hier so eine Halbzeitshow und dann muss man von der Mittellinie irgendwie so das Tor treffen. Und zu gewinnen gibt es 1000 Kilowatt Strom. What the hell? Was würdest du machen, wenn du 1000 Kilowatt Strom gewinnst? Durchdrehen. Das stimmt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Torlinientechnik meldet sich. Goal, 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 goal. Aber die geben auch nur einmal 1000 Kilowatt raus, oder was? Ja. Hertha BSC. Die zweite Halbzeit geht weiter, Freunde. Die erste Halbzeit war erschreckend von Bayern. Gerade so viele Fehler am Aufbau und so, das kennt man eigentlich nicht. Aber mittlerweile kennt man es ja. Mittlerweile kennt man es von Bayern. Kleiner Bratwurst-Check hier. Ja, Brötchen schon weich. Und schmeckt. Die Rettungsfahrt von Kevin schmeckt auch. Bernardo hat sich reingeschmissen mit allem, was er hat. Sané ist jetzt schon so 10 Minuten drin. Er hatte 3-4 Ballkontakte. Alle katastrophal. Digga, Tuchel, was hast du mit diesen Jungs gemacht, Digga? Du hast wirklich mental, fußballerisch alles komplett auseinandergenommen. Die können nichts mehr. Verrückte Situation. Sah eigentlich danach aus, dass Bochum mir das 3-1 macht. Aber der Schiri hat es abgepfiffen und hat auf den Punkt gezeigt. Es gibt 11 Meter, rote Karte direkt. Wieder für Upamecano? Nein, wieder für Upa, nein. Das ist ja mal so sad, Alter. Wow. Stöger versus Manuel Neuer. Wow, what a time to be alive. Bayern, 3 Niederlagen hintereinander. Und Neuer ist sogar dran. Und trotzdem geht der Ball rein. Ey, weißt du, was krass ist auch? Dass Bochum wahrscheinlich die sein werden,
sie am Ende Tuchel rauskicken. Also wahre Freunde. Ich sage euch, es ist nach dem Spiel, die Medien zerfetzen Tuchel auseinander. Die zerfetzen Bayern. Essen die auch. Wow, ich bin sprachlos. So, steht 3-2, Harry Kane mit dem Anschluss, Martin Zell auf der Außenlinie gerade gezaubert. Und jetzt mit der Unterbrechung wird es bestimmt so 7, 8, 9, 10 Minuten Nachspielzeit geben. 87. Minute Bayern in Unterzahl und jetzt wird Bochum auf jeden Fall zittern. Weil du kannst, glaube ich, gegen 8 Bayern-Spieler spielen und es ist tough. Ich sag ehrlich, ich mag Bochum. Bochum ist geil. Warum? Weil bei Bochum stehen wirklich fast alle Fans auf, die machen alle mit, diese 20.000, machen sie schon stark. Und jeden Moment kann es hier vorbeigehen. Die Fans schreien nach dem Abpfiff. Ihr seht's. 3-2 für Bochum. Freunde, wer hätte das gedacht? Wir sind jetzt back im Hotel. Und ich bin auch ehrlich gesagt ready to sleep, weil morgen früh gehen auch die Aufnahmen los. Ich war gerade noch ein bisschen unterwegs, es ist jetzt knapp eins. Der Kevin Schlotterbeck nach dem Spiel haben wir uns getroffen. Und dann hat er mich eingeladen nach Hause zu den Schlotterbecks. Ja? Da war Farhan da, da war Muran da, da war dann Nico war da und Wifis von denen waren auch da. Die Eltern und noch ein Kollege. War mega funny. Ja? Sehr, sehr humble die ganze Fam. Also, und die ganzen Ertaner wissen ja, dass die beiden Brees bei Union gespielt haben, beide. Erst Kevin geliehen, danach Nico und dann bist du ja, ne, Classic. Ich immer, hey, warte, beim falschen Verein, sag mal, ja, das ist ja Quatsch und so immer. Classic, nehmen die natürlich alles immer sehr funny auf. Ich habe meine Kamera mitgenommen, aber ich habe keinen einzigen Grund gesehen, meine Kamera irgendwo in irgendeiner Situation rauszuholen, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Und es gibt auch gewisse Sachen, da muss man auch einfach gar nicht eine Kamera anmachen, das ist einfach nur für den Kopf. Also wir hatten einen sehr, sehr chilligen Abend. Die haben Eierkuchen gemacht und auch sehr different Eierkuchen mit Pilzen und Pilze und Soße und Pilzsoße. Ja, das dann rein und dann Pfeffer, Salz und dann das ist auch sehr funny. Und auch so sehr coole Brees. Eigentlich war der Plan halt mit Kevin zusammen einfach nur zu daten. Da hätte ich dann natürlich den Content mit aufgenommen. Aber so war das wie so Familienabend von denen und ich war so random mit dabei. Aber war sehr, sehr, sehr. Ist halt, ne, interessant dann einfach da. Ich war gefühlt wie so, what a time to be alive. Ja. Sitze da dazwischen. Ganze Fußballtalk und so ist ja nochmal ganz anders, wenn du dann mit den Spielern redest. Auch diese ganze Investorennummer und alles drum und dran. Von daher, mega entspannter Abend. Also richtig cool ausklinken lassen. Und jetzt hat er mich Kevin noch wieder zurück im Hotel abgesetzt. Also auch da muss ich sagen, sehr liebe Brees, wo Mutter und Vater auf jeden Fall einiges richtig gemacht haben und die auch echt feine Kerle sind. Ich habe auch noch ein kleines Mitbringsel, was ich mir geklärt habe für die Wand, Freunde. Und gibt es einen besseren Spieltag, um dieses Trikot von dem Torschützen zu bekommen, der da einfach wirklich seine Stirn hinhält, der heute Harry Kane gezeigt hat, wie man verteidigt. Ja, ne, auch der VfL Bochum hat es jetzt auf die Splash Wall of Fame, ja, reingeschafft. An dieser Stelle mal dicker Kuss. Ja. Auch ernüchternd zu erfahren, dass Kevin auch gegen andere Teams scoren kann als Hertha. Ne? Das habe ich ihm auch gesagt, Bruder. Ich dachte, du kannst nur Tore gegen Hertha schießen. Ich habe mich heute riesig gefreut. Ja. Er hat ja im ersten Spiel gegen Hertha, das war sein erstes Spiel bei Bochum, letztes Jahr, wo wir noch Bundesliga gespielt haben, hat er ein Tor gemacht. Und am Ende hat er uns gefühlt nochmal in die zweite Liga geschossen, Digga. Schreib mir danach so, bist du gebrochen? Ja, Bruder, ich bin am Ende. Was machst du mit uns? Ja, aber am Ende ist der Job, man. Ist der Job. Ab ins Bett jetzt. Penne. Und dann morgen früh sitzen wir dann hier und nehmen ein bisschen was auf. Ich freue mich riesig. So, ich freue mich so todes. Let's go.